Horrem, eine Kleinstadt nahe Köln. Sonntag, 10. September 1961. Hier, wie anderswo in der Republik, fiebern und bangen die Menschen an diesem trüben Herbstnachmittag vor den Radios. Wolfgang Grafberger von Trips ist beim Großen Preis von Italien in Monza schon aus der zweiten Runde nicht zurückgekommen. Es gibt noch keine Fernsehbilder, die Kommunikation ist schlecht. Auch der Reporter weiß zunächst nicht, was geschehen ist. 10 Kilometer, Berge von Trips in dieser Sekunde an dritter Position liegend, konnte nicht mehr ausweichen, berührte den englischen Wagen und verunglückte. Es ist für uns außerordentlich schwer gewesen festzustellen, was nun mit Graf Berge von Trips geschehen ist, ob er verletzt ist. Und wir haben telefoniert, wir waren bei der Rennleitung und ich warte nun auf Günther Jendrich. Günther, was ist mit Graf Berge von Trips? Was ich mit Angst und mit Sorge befürchtete, ist mir eben durch die offizielle Mitteilung der Rennleitung zur Wahrheit geworden. Unser Wolfgang Graf Berge von Trips ist in der Südkehre tödlich verunglückt. Ja. Da war ich unterwegs, als er hochkam, ja. Ich erinnere mich, dass ich mit Karl Kling mich unterhielt, weil ich sagte, du, der Wolfgang fehlt. Damals fuhr man ja noch die Steilkurve mit, die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und da sagte er, nee, da fährt er doch. Da war aber ein anderer Ferrari, es waren ja mehrere im Rennen. Und als er dann nicht wiederkam, bin ich los. Und wir kamen auch so weit durch bis zur Unfallstelle. Und da stand ein Polizeioffizier. Und den haben wir gefragt, ob wir da durch könnten, denn wir würden uns Sorgen machen um Graf Berge von Trips. Und da sagte er nur, er konnte, er mochte. Kriege ich heute noch Tränen in den Augen. Wahnsinn. Naja, 130 Jahre her ist, man hängt da halt dran, ne? Die Räume des Grafen Trips im Dachgeschoss der elterlichen Burg Hemmersbach in Kerpenhorrem blieben verschlossen. 25 Jahre lang. Die Eltern hatten sie nach seinem Tod nicht mehr betreten. In der Sportstiftung Trips, die sein Andenken bewahrt, ist das Arbeitszimmer heute wieder aufgestellt. Es ist fast wie damals. Die Zeit scheint stehen geblieben. Alles findet sich wieder. Dokumente, Briefe, Fotos. Als begeisterter Filmamateur hat Trips die Stationen seines Lebens selbst dokumentiert. Mit seinen Schmalfilmen und Tonbandaufnahmen werden sie wieder lebendig. Wolfgang Reichsgraf Berge von Trips kommt im Mai 1928 in Köln zur Welt und erlebt eine, wie er es nennt, himmlische Kinderzeit auf Burg Hemmersbach. Er ist wohl behütet, einziger Nachfahre und Hoffnungsträger derer zu Trips,
einer alten rheinischen Adelsfamilie. Der kleine Prinz ist Mittelpunkt der Erwachsenenwelt. Für seine erste Konfrontation mit der Realität sorgen seine Schulkameraden, raue Dorfburschen, die seine ersten Freunde werden. Das Leben packt ihn hart an. Zwei schwere Krankheiten, von deren Folgen er sich nie ganz erholt, die Schrecken des Krieges und die Entbehrungen der Nachkriegszeit. Von GIs, die in der elterlichen Burg einquartiert sind, hört ihr erstmals etwas von Demokratie und neuen Ideen, für die es sich zu leben lohnt. Wolfgang von Trips macht es sich nicht leicht. Er ist ein sensibler junger Mann auf dem Weg zu sich selbst. Nach dem Willen der Eltern studiert er Diplom-Landwirtschaft, um später einmal das elterliche Gut zu übernehmen. Doch viel mehr reizt Trips die Technik. Der Motorsport ist für ihn eine faszinierende Herausforderung, das zeitgemäße Vehikel zur Selbsterfahrung. Im Dreierteam mit dem bezeichnenden Namen Die Wildsäue fährt er Geländerennen. Er findet Anerkennung, Anschluss und Freunde. Der Motorsport-Bacillus hat ihn gepackt. Otto Flimm, der damals zur Clique gehörte, erinnert sich. Wir waren etwas wüster als er. Er war immer etwas zurückhaltender. Aber wie gesagt, ein Mensch, den man gern haben musste, der Sympathie ausstrahlte. Er war ja dann hier in seiner Zeit Höhere Landbauschule in Brühl und kam jeden Dienstagabend, wenn wir unseren Stammtisch hatten, dahin. Ob er, wenn er andere finanzielle Möglichkeiten gehabt hätte, überhaupt mit dem Motorrad begonnen hätte, das möchte dahingestellt sein lassen. Er wurde außergewöhnlich knapp gehalten. Und er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes seinen Motorsport in den Anfängen vom Munde abgespart. Er konnte sich kaum ein Bier und eine Zigarette zusätzlich leisten. Das war nicht, dass er Schmarotzer war, es war wirklich bei ihm, weil er das Geld dafür nicht hatte. Im Frühjahr 1954 hat Trips seinen ersten Porsche erstanden, selbst erspart und von Freunden zusammengepumpt. Er nennt ihn liebevoll Blätterteig-Porsche, der vielen Beulen wegen, die bei seiner Fahrweise nicht ausblieben. Seine Eltern ahnen nicht, dass ihr Sohn große Pläne hat und nicht nur Trips, sondern gelegentlich auch Axel Linter heißt. Mit diesem Pseudonym war er schon auf dem Geländemotorrad unterwegs. Trips stürzt sich mit seinem frisierten 1300er in den deutschen Rennzirkus und fährt gleich ganz vorne mit. Ein riesiges Talent. Die Siegprämien hat er auch bitter nötig, um damit seine Schulden zu bezahlen. Für das letzte Rennen der Saison, den großen Preis von Berlin auf der Avus, bekommt er von seiner Landbauschule sogar frei, um mitfahren zu können. Und ehe er sich versieht, wird er an diesem Tag deutscher Meister in der Sportwagenklasse bis 1600 Kubik. Das Versteckspiel ist zu Ende. Trips war eigentlich der erste Europäer, der europäisch gedacht hat, der dafür gesorgt hat, dass wir Deutschen, als wir nach 1950 wieder zum Automobilrennsport kamen, wir hatten keine Akzeptanz, uns wollte man nicht. Und dann kam ab 54 aufwärts, kam Wolfgang Barrio von Trips und mit seiner, ich sag jetzt mal als Blaublüte, aber trotzdem mit seiner rheinischen Fröhlichkeit, hat er eigentlich uns die Wege geöffnet. Im Winter 1954 sitzt Trips in München und absolviert ein Bankpraktikum, das ihm seine Eltern verordnet haben. Recht halbherzig, denn er sinnt nach neuen Renntaten. Da kommt ihm das Angebot von Mercedes-Rennchef Neubauer gerade recht, im Sommer ein Rennen in Schweden mitzufahren. Begeistert dreht Trips diese Reise mit seiner neuen 16mm-Kamera und bringt einen Film mit, den er selbst kommentiert. Das ist die Überfahrt jetzt nach Schweden rauf. Die nennt sich das Ding alles Dollarapparat. 500 SL-Motor drin. Und alles hochpoliert und alles prima zurechtgemacht und das ging also wie die Feuerwehr. Na, da habe ich so frisch, bockfröhlich bald auch losgefüllt. Und hier der dicke Neubauer. Der Neubauer hat andauernd Geschichten erzählt und Witze gemacht und das war immer sehr lustig mit ihm. Hier ist Castellotti mit seinem Ferrari. Moss macht sich fertig. Rohrstopfen. Kling wird noch schnell beglückwünscht für den Sieg in der SL-Klasse. Fangio steht startbereit auf der anderen Seite. Das ist Le Mans Start. Stirling Moss, der einen Blitzstart wieder hingelegt hat. Castellotti. Und jetzt geht's ab.
wunderbarer Stadt. Pro 26, da werden die Rundenzeiten angezeigt. Wieder die beiden Wagen immer Moss hinter Fangio her. Das war natürlich die strengste Stallregie. Fangio als glücklicher Sieger und Sterling Moss daneben mit Blut überströmtem Gesicht. Eine hübsche Schwedin und ein etwas unglücklicher Trips. Und von hier aus begann dann eben diese Reise, die ich mit Jenkinson gemacht habe. Und wir sind dann also, ohne viel zu überlegen, haben wir uns einen riesen Käse gekauft, etwas Proviant, und dann sind wir mit diesem Wagen noch mit der Rennnummer drauf, einfach über diese Sandstraßen, diese endlosen Sandstraßen und Tundren gen Norden gefahren. Manchmal mussten wir die Straße erst vom Viehzeug räumen. Ja, ist doch herrlich. Und dann kamen wir an den Polar Circle und es war so warm, dass wir also wirklich, wie Sie hier sehen, schwitzend und pustend. Und dann sehen Sie, ich habe da so ein bisschen Ulk gemacht, mir den Schweiß abgewischt und das am Polar Circle. Und auf dem Rückweg, dann passiert es eben, dass wir diesen Platten hatten. So sind wir auf der Felge 30 Kilometer, glaube ich, in 5 Stunden abgefahren. Und dann, nach 8 wundervollen Tagen, ging diese Fahrt zu Ende. Das war herrlich. Nach der Katastrophe von Le Mans zieht sich Mercedes Ende 1955 vom Rennsport zurück. Trips steht wieder vor dem Nichts. Es ist schon März 1956, als Porsche-Rennleiter Huschke von Hanstein ein altes Versprechen einlöst und ihn als Werksfahrer mit nach Sebring nimmt. Huschke von Hanstein, Wolfgang und ich, wir flogen zusammen für Sebring rüber, landeten in New York, da sind wir Gott sei Dank noch runtergekommen und alles voll Schnee. New York war zugeschneit und wir hatten keine Anschlussmaschine, da ging gar nichts mehr, da gingen nicht mal die Taxen. Wir mussten also unser Gepäck schleppen, bis wir dann am Bahnhof, an einem Bahnhof in New York angekommen sind, der uns dann nach Sebring, nach Florida runterbrachte. Trips entdeckt die neue Welt. Staunend blickt er durch den Sucher seiner Filmkamera und kann nicht genug kriegen. Er ist fasziniert vom Überfluss und der Leichtigkeit des American Way of Life. Wolfgang von Trips bekommt einen Vorgeschmack vom internationalen Rennzirkus. Zusammen mit Hans Herrmann steuert er den neuen Porsche Spyder RS bei den 12 Stunden von Sebring. Trips übernimmt. Fahrerwechsel mit Handicap. Da die beiden von zu unterschiedlicher Statur sind, muss jedes Mal der Sitz gewechselt werden. Eine wahre Trophäenflut erwartet Huschke von Hanstein und sein Porsche-Team. Seine Entscheidung, den schnellen Grafen mit nach Sebring zu nehmen, hat sich gelohnt. Porsche holt den ersten Platz in der 1500er-Klasse, den Sieg in der Indexwertung und den 6. Platz im Gesamtklassement. Ich glaube, ich habe Taffy das erste Mal auf dem Nürburgring getroffen, beim Eifelrennen 1955. Damals fuhr ich für Mercedes. Ich sage, ich glaube, weil ich mich an keine davorliegende Gelegenheit erinnern kann. Mein erster Eindruck von ihm war, das ist ein lustiger Mensch. Ein Mann, der immer ein Lachen bereit hatte. Er war einer, der immer zu einem Scherz oder Witz bereit war und trotzdem ernst sein konnte. Er nahm Rennfahren sehr ernst, genauso wie ich. Auch abseits der Rennen war er lustig. Er interessierte sich für Mädchen, wie die meisten von uns. Das schuf Gemeinsamkeiten. Er hatte Spaß am Autofahren. Er war ein leidenschaftlicher Sportler.
Er war ungefähr in meinem Alter. Er war mit Peter Collins zu vergleichen. Das war der Engländer, der ihm vielleicht am ähnlichsten war. Wir waren Freunde. An den Wochenenden habe ich erbittert gegen ihn gekämpft. Und hinterher sind wir zusammen ausgegangen und haben miteinander Spaß gehabt. Wenn ein Rennen aus war und er war gut gefahren und hatte gewonnen, bin ich natürlich zu ihm hin und habe ihm gratuliert. So war das damals. Well, it's difficult to talk about a Nach so vielen Jahren ist es nicht einfach, über einen Mannschaftsgefährten und Freund zu sprechen. Andererseits habe ich heute doch ein klareres Bild von ihm. Ich habe an Wolfgang immer sein Selbstbewusstsein und sein Streben nach Unabhängigkeit bewundert. Und er war ein verdammt ideenreicher und unternehmungslustiger Typ. Zuerst erschien mir Wolfgang ein bisschen flippig, etwas oberflächlich und leichtsinnig. Für mich war Rennsport eine ernstzunehmende Sache und ich konnte es einfach nicht verstehen, wie man Rennen nur so zum Spaß fahren konnte. Später habe ich aber festgestellt, dass ich mich geirrt hatte, denn er hat den Rennsport doch sehr ernsthaft betrieben. Ich hatte wohl den Eindruck, dass er sein ernsthaftes Engagement nicht zeigen wollte. Auch Enzo Ferrari hat ein Auge auf den talentierten Deutschen geworfen und bietet ihm an, im August 1956 einen Rennsportwagen beim Großen Preis von Schweden zu fahren. Trips sagt zu und Enzo Ferrari bestätigt per Brief, datiert am 5. Juli. Zwei Monate später trifft er den Kommentatore in Modena. Seine erste Ferrari-Saison 1957 ist beschlossene Sache. Er wusste, dass dieses ein Spiel war mit hohem Einsatz. Aber er war ja irgendwo auch ein unbekümmerter Mensch. Er war ein großer Junge, ein Junge geblieben, auch in, seiner Begeisterungsfähigkeit. Und er konnte dann sofort leuchten, strahlen von innen, wenn er sich mit einer neuen Sache befasste. Das war eigentlich das, was uns alle an ihm fasziniert hat. Wir konnten ihm stundenlang zuhören. Und dann stand der Mensch Graf Trips im Mittelpunkt, nicht der Rennfahrer, der Formel-1-Fahrer. Beim schwedischen Grand Prix startet die Scuderia Ferrari erstmals mit dem neuen 3,5 Liter Zwölfzylinder Rennsportwagen. Trips sitzt zum ersten Mal im roten Renner mit dem springenden Pferd und ist mächtig aufgeregt. Schließlich möchte er vor den Augen des Kommentatoren bestehen, zumal beim Le Mans Start, der noch nie zu seinen Stärken zählte. Trips steuert den Wagen zusammen mit dem Engländer Peter Collins über den 6,5 Kilometer langen Kurs von Kristianstad, der ihm von seinem Mercedes-Ausflug im letzten Jahr noch gut in Erinnerung ist. Er sitzt mehr als zwei Drittel des Rennens am Steuer und landet nach 1000 Kilometern zusammen mit Collins auf dem zweiten Platz im Gesamtklassement. Trips gibt eine überzeugende Vorstellung, ist aber völlig erschöpft und überrascht von den körperlichen Strapazen, die ihm der schwere Wagen über diese Distanz abverlangt hat. Seit Michael Schumacher bei Ferrari ist, das, was sich Ferrari von ihm versprochen hat, sowohl als Fahrer, ist ja mehr als in Erfüllung gegangen, aber auch gewissermaßen als der Mechaniker Nummer 1, also als der Mann, der sein Auto durch und durch kennt. Ein solcher Typ war auch Trips. Er hat also bitterböse Briefe an Enzo Ferrari geschrieben und hat gesagt, das ist nicht richtig an dem Auto, das gefällt mir nicht, da habt ihr Defizite, da sind die anderen besser. Er war also ein Mann, dessen fachlicher Rat nicht nur als Autorennfahrer, da gab es welche, die waren mit Sicherheit genauso gut wie er, vielleicht sogar noch besser, aber auch in der Kenntnis seines Autos. Er kannte sein Auto durch und durch. Und ich glaube, das ist auch heute sehr entscheidend im Automobilsport. Schumacher macht's möglich. Die Tifosi im Ferrari-Fieber. Raiuno überträgt den großen Preis von England in Silverstone. Kerpenhorrem an einem dieser Sonntagnachmittage im Sommer 1996. 35 Jahre nach Monza fegt Michael Schumacher die Straßen leer, der neue Lokalmatador. Auch er ist in Kerpen groß geworden und hat eigentlich schon alles erreicht. Nur die launische Diva Ferrari will er noch bezwingen.
Graf Trips gab sein Formel-1-Debüt im Ferrari beim Großen Preis von Argentinien Anfang 1957. Als Ersatzmann im Team überließ ihm sein Freund Peter Collins in der Schlussphase des Rennens das Steuer. Trips war berauscht von der Kraft des Motors und flog nur so über die Bahn. Jetzt gehörte er dazu. Fangio gewann die Hitzeschlacht und Trips, der seinen roten Renner als Sechster über die Ziellinie brachte, war rundum glücklich. Graf Trips ist in den Metropolen der Welt zu Hause. Auf der elterlichen Burg Hemmersbach ist er mehr und mehr zu Besuch. Er ist zu seiner Reise aufgebrochen, davon gibt es kein Zurück. Seine Mutter beschwor ihn vergeblich, mit dem Rennen aufzuhören. In der Stiftung Trips findet sich ein altes Tonband mit Erinnerungen an seine Tagebuchaufzeichnungen von 1954. Es ist ein noch nicht ganz zugegebener Gedanke von mir, mir nicht und nach außen nicht richtig Rennen zu fahren und einen Werksvertrag zu bekommen. Ach, das ist ja interessant, das weiß ich ja alles nicht mehr. Ich mache mir keine Vorstellungen, noch nicht einmal ernsthafte Gedanken, wie das werden soll mit zu Hause. Ich muss noch was lernen, doch kann ich die Fahrerei nicht lassen. Ich stecke zu sehr drin. Gott nochmal. It's so beautiful in the high society, where millionaires take out their girls on water ski. If you got money enough, you move completely free. In the oh so beautiful high society. In Siebring gibt Graf Trips einem Radioreporter ein Interview, bekennt sich zu Internationalismus und lustvollem Umgang mit der Technik. Und das alles in einem gekonnt amerikanischen Slang. Well, there are just a few people who really know what's going on in Grand Prix racing. I think it is the general idea of human beings to play with a technical instrument and to be on absolutely on the limit of development and have these great friendship, international friendship between all the drivers. Look, I'm German and I race in a team with Americans and Italians and Englishmen, and it's an Italian team and we use English tires, and I mean it's so international this, and we go all over the world and we all have these wonderful friendships. Thank you very much for coming to our microphone tonight, Count Wolfgang von Trips, better known worldwide as Taffy. Graf Trips oder Taffy, der Furchtlose, wie ihn seine Freunde nennen, gehört schnell zur ersten Garnitur der Formel-1-Piloten im internationalen Rennzirkus. Unter seinen Freunden und Rivalen sind Peter Collins, Stirling Moss, Mike Hawson aus England und der Amerikaner Phil Hill. Rennfahrer Trips. Er ist kein Athlet und hat auch kein Benzin im Blut. Trips ist von anderer Statur. Ein sensibler Typ, der mit seiner labilen Gesundheit und körperlichen Handicaps kämpft. Seine Überlegenheit liegt im Grenzbereich. Er liebt und sucht die schnelle Entscheidung. Der Le Mans-Start gehört gewiss nicht zu seinen Stärken, doch viel schwerer wiegt seine Konditionsschwäche auf der Langstrecke. Rasender Hunger, der ihn aus der Bahn zu werfen droht. Mancher wird sich erinnern, Graf Trips und das rettende Butterbrot. Die katastrophale Unfallserie, die den Rennsport Mitte der 50er Jahre erschüttert, geht auch an Trips nicht vorbei und trägt ihm den Spitznamen Count Crash, Graf Bruch, ein. Er hat 5 schwere Unfälle, 2 davon auf seiner Angststrecke in Monza. Anders als die meisten seiner Freunde überlebt er. Eines hatte mir bei ihm schon immer Sorgen gemacht, besonders in der 61er Saison. Ob nun bewusst oder unbewusst, er wollte die Risiken nicht sehen. Er hat die Gefährlichkeit des Rennsports ganz anders eingeschätzt als ich. Damals war alles anders als heute. Gerade in unserer Zeit sind viele schreckliche Unfälle passiert. Es gab viele Verletzte und Tote Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre.
Vieles von dem, was passiert ist, war eigentlich vermeidbar. Aber es war so. Disproportionate to what they should be. All'altra bene Cody Gerhardberger seguita con un'ombra dalla Jordan di Matthew Brando. Sta andando verso la curva 1 della Williams Jacques Villeneuve che a sorpresa taglierà in prima posizione la giornata di Italia di Sembra quasi che ci siano differenti tattiche. Letzte Woche war ich eine halbe Stunde früher am Fernseh gucken, weil die Schumacher erster war. Eine halbe Stunde gewartet und Probe. Also ich verkaufe meinen Ferrari, ich kaufe eine Williams. Die Kartbahn der Rennsportfreunde Berge von Trips in Kerpen, die Heimat der Schumachers. Michael Schumacher ist schon recht erfolgreich in der Formel 3. Zusammen mit seinem Vater schraubt er gerade an der Karriere seines Bruders Ralf. Mit Erfolg, wie man inzwischen weiß. Zu viel sollte ich aber nicht verheizen. Ich muss noch mal fahren, ne? Kartsport war immer Familiensache. Auch Michael hat hier im Kart buchstäblich das Laufen gelernt. Vater Schumacher war Bahnwart und die Mutter bewirtschaftete die Clubkneipe. Bitte. Hey, Kettensprayer. Ja, ja, gut. Irgendwelche Kommentare noch dazu haben oder sowas? Damals nach einem Grand Prix in der Regel, wenn wir in ein, zwei Hotels in einer Stadt waren, mit den Konkurrenten, da waren wir einfach, sind wir abends zusammengesessen. Und das geht ja heute. Heute werden die Burschen ja vom Rennplatz, vom Zieleinlauf oft abgeholt nach der Pressekonferenz und müssen mit dem Helikopter schon wieder zur nächsten Station, zum nächsten Termin hetzen. Also damals war es, ich glaube, einfach amüsanter. Ja, er fuhr ja zweigleisig, was heute wenige Formel-1-Fahrer machen. Er fuhr Sportwagen und Formel 1 gleichzeitig. Und ich erinnere mich noch an eine Geschichte am Nürburgring, wo er im Training, es gab mehrere Rennen wie immer an den Wochenenden, erst den Ferrari Rennsport fuhr und dann den Formel 1. Und mit dem Ding flog er mit allen Neune oben über die Brücke vom Brunnchen hinaus und landeten unten auf der Straße. Er war dann ja auch über Wochen eingegipst und so. Woran lag das? Ja,
Bei dem einen sind die Pedale genauso und bei dem anderen eben in der Mitte das Bremspedal. Und wenn sie kuppeln wollen, treten sie auf das Gas und dann schoss der Wagen darüber. Ich glaube, er wollte da schon bei einer Marke bleiben, also sowohl den Rennsport als auch den Formel-1-Wagen. Und Ferrari ist ja ein Mythos und er war unwahrscheinlich stolz, dass der Kommendatore ihn geholt hatte. In Monte Carlo steuert Graf Trips den neuen Formel-2-Porsche, mit dem sich die Zuffenhausener nach langer Abstinenz im Grand Prix-Sport zurückmelden. Trips hat ein hartes Jahr hinter sich. Der Rennsport steckt tief in der Krise. Nach vielen Todesstürzen ist der Ferrari-Rennstall fast ausgestorben. Er selbst hat dabei die meisten seiner Freunde verloren und einen schweren Unfall zum Saisonende in Monza nur knapp überstanden. Sein Ferrari-Engagement wurde nicht verlängert und er entschloss sich, 1959 in den schweren Klassen zu pausieren. Auch in Monte Carlo will seine Pechsträhne nicht abreißen. Schon kurz nach dem Start ist das Rennen für ihn zu Ende und die Formel-Hoffnung nur noch Schrott. Ein Rückschlag für den deutschen Automobilsport, den die Gazetten in ihrer Enttäuschung Trips anlasten. Zu Unrecht, wie man sieht. Auch zwei andere Wagen waren auf ausgeströmtem Benzin in Schleudern geraten und kollidiert. Trips steht am Scheideweg. Freunde formulieren ihre Sorge und appellieren an ihn, aufzuhören. Aber er hat wieder Rennöl geschnuppert und hofft, dass ihn die nächste Saison wieder um die Welt spült, wie er sagt. Nach seiner glänzenden Vorstellung bei der englischen Tourist Trophy wird er von Ferrari und Porsche mit Angeboten eingedeckt. Aber er sucht seinen Erfolg in der Formel 1. Die Entscheidung für Ferrari ist nur noch Formsache. Ferrari war ein Wort, ein Mythos, damals schon wie heute. Und jeder Rennfahrer hat einfach den Wunsch, mit dieser Marke mal auf dieser Marke Rennen zu fahren. Vielleicht hat es auch Michael bewogen, zu dieser Firma einfach zu gehen. Und es ist nicht nur das Geld, es ist nicht nur die finanzielle Seite bei ihm, das weiß ich ganz sicher, sondern er wollte einfach zu Ferrari und er wollte eine Herausforderung und er wollte einfach zeigen und beweisen, dass man einen Ferrari, wenn er jetzt auch die letzten Jahre mit Ausfällen und nicht die Leistung brachte, nach vorne bringen kann. Und wenn er auf Ferrari Weltmeister wird, ich glaube, der braucht keinen Pass mehr. Trips gelingt es, das Weltbild vom hässlichen Teutonen zu revidieren. Endlich der sympathische Siegeszug eines Deutschen, kommentiert ein britischer Reporter. Weltenbummler Trips kommt nie mit leeren Händen von seinen Reisen zurück. 1960 entdeckt er das Go-Kart in den USA. Die schnellen Flitzer passen so recht in seine Pläne, in Deutschland die Nachwuchsförderung anzukurbeln, die ihm am Herzen liegt. Ja, der rief mich eines Tages aus Amerika an, wo er ein Rennen fuhr. Und sagte, du, die haben da irrsinnige Flitzer, so Rasenmäher, die da rumdonnern und die ganz klein, aber trotzdem schnell sind. Und wo das unheimlich, also mir hat das viel Spaß gemacht. Er sagt, soll ich mal welche mitbringen? Ich sage, ja, du mal, wenn du das kannst, in den Flieger kriegst, dann tu das. Ne? Und er kam mir mit zwei so Karts an und die standen dann bei mir zu Hause zunächst im Keller. Und dann haben wir uns in Hamburg einen Betrieb gesucht, der die Rohre so verbiegen konnte, dass da ein Go-Kart draus entstand. Und eine Fabrik, die Motorsägen herstellte, lieferte dann die Motoren. Und dann haben wir da wohl so 6, 7, 8 nachbauen lassen. Und da fuhren wir dann Rennen in Luxemburg auf dem Flugplatz, in Holland, in Zandvoort. Graf Trips ist da eigentlich der Vater, wenn Sie so wollen. Ich war der verlängerte Arm und mit meinen Freunden haben wir das dann auf die Beine gestellt. Regelmäßig sieht man den privaten Ferrari des Grafen Trips vor einem unscheinbaren Neubau an der Peripherie von Modena. Dahinter verbirgt sich eine blitzsaubere Rennwagenschmiede, in der nach Wolfgangs Plänen ein Monoposto der Nachwuchsformel Junior gebaut wird. Der sogenannte TCA, was steht für Trips Colotti Auto Union. Ein 3-Zylinder-DKW-Motor wird den Wagen antreiben. Valerio Colotti ist für das Fahrwerk zuständig
und eine gewichtige Autorität namens Fantuzzi hat die Karosse geschneidert. 1960 war das Engagement des Grafen Trips in Sachen Verkehrserziehung und Nachwuchsförderung schon weit fortgeschritten. Er hatte den deutschen Sportfahrerkreis DSK initiiert und die Renngemeinschaft Scuderia Colonia gegründet. Beide existieren heute noch. Für den Bau der Go-Kart-Bahn in Kerpen lief schon das Genehmigungsverfahren. Seine Idee, Militärflugplätze für die gefahrlose Rennfahrerschulung zu nutzen, überzeugte zwar den damaligen Minister Franz Josef Strauß, scheiterte aber schließlich am Kalten Krieg. 1960 war ja das letzte Jahr der alten Formel 1, diese 2,5 Liter Hubräume. 1961, so, das wusste man ja bereits 1959, dass das Reglement geändert war. Mit der Saison 1961 wurde das ja reduziert auf den 1,5 Liter Hubraum. Das heißt, die Bahnen wurden bedeutend leichter. Trips ist ja dann im Jahr 1960 einige Formel 2 Rennen gefahren, nicht als separate Rennen, sondern mit einem Formel 2 Ferrari in normalen Formel-1-Rennen, in Syrakus beispielsweise, wo er also dann die separat gewertete Formel 2 gewonnen hat. Er hatte aber Gelegenheit, 1960 sein 61er Auto schon zu testen. Und er ist, und das ist sehr interessant, er ist 1960 ein Formel-2-Rennen auf der Solitude gefahren, mit Genehmigung von Enzo Ferrari auf einem Porsche. Und hat dann anschließend dem Enzo Ferrari, hat gewissermaßen Werksspionage betrieben. Ich weiß gar nicht, ob man das im Hause Porsche weiß. Er hat also anschließend dem Enzo Ferrari einen langen Brief geschrieben und hat dem also haarklein aufgezeichnet, worin sich der Porsche mit deutscher Präzision unterscheidet von dem Ferrari mit etwas italienischer Schlampigkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, auch das ist heute etwas, wo Michael Schumacher in gekonnter Weise dabei ist, diesen Schlendrian rauszubringen. Das kann man nur, wenn man Autorität besitzt. Sehen Sie, und diese Autorität hatte damals auch schon ein Trips und diese Autorität hat jetzt der Michael Schumacher. Die Saison ist zu Ende. Sieg in Syrakus, Sieg auf der Solitude, Sieg in Monza, das ist die Bilanz eines Jahres für den erfolgreichsten deutschen Rennfahrer. Ein junger Mann, müde und glücklich, ein junger Mann mit ölverschmiertem Gesicht, kritzelt begehrte Autogramme und ist stolz. Er liebt dieses gefährliche Leben, tollkühn, riskant, liebt dieses Leben, das immer das Äußerste verlangt. Ein Leben, dem der Tod so nahe ist wie der Ruhm. Mit dem Erfolg steigt auch sein Marktwert. Graf Trips ist Autotester und hat wie immer seinen Spaß dabei. Er ist ein gefragter Mann, Werbeträger und Botschafter des deutschen Nachkriegssports, den er bei seiner Lufthansa-Werbung überzeugend verkörpert. Auf dem Brüsseler Automobilsalon 1960 moderiert er für das Fernsehen und präsentiert die Neuheiten der Saison. Zu den Neuerscheinungen, zu den wirklich heute neu herauskommenden Fahrzeugen, gehört der 1800er Volvo, ein Wagen aus Schweden, der uns als Tourenwagen bereits sehr gut bekannt ist und der hier das erste Mal in einem sportlichen Gewand sich vorstellt. Meine Damen und Herren, dass es nicht nur glitzenden Chrom und hochpolierten Lack auf der Brüsseler Ausstellung gibt, zeigt Ihnen dieses Gerät, was sehr praktisch und nützlich sein kann. Denn schauen Sie, wenn Sie eine solche Delle im Wagen haben, dann gibt es nur eine ganz kleine Bewegung und alles ist wieder passiert. So, ich möchte mich mit dem frommen Wunsch von Ihnen verabschieden, dass Sie dieses Gerät für Ihr Fahrzeug nie gebrauchen werden. Ich glaube, mit dazu beigetragen, dass er heute nach so vielen Jahren noch ein Idol ist für einen, der relativ kurz Sport betrieben hat, ist in dem, was ich eben schon begründet habe, er ist immer der einfache und liebenswerte Mensch geblieben. Er hat nie in irgendeiner Form sichtbar Arroganz gezeigt. Bescheidenheit, Zurückhaltung, auch im sportlichen Erfolg, kennt man ja leider Gottes heute nicht mehr überall, ist bei ihm überhaupt nie in Erscheinung getreten. 1961 sollte das Jahr des Grafen Trips werden. Er ist in der Form seines Lebens und mit dem Tipo 156, dem neuen 1,5 Liter Heckmotor Ferrari, der Konkurrenz um PS-Längen überlegen. Nach dem legendären Regenrennen von Aintree führt er nach Punkten vor seinem Stallgefährten Phil Hill. Schon der deutsche Grand Prix auf dem Nürburgring hätte die Weltmeisterschaft entscheiden können.
Er hat dann nach dem Rennen im August auf dem Nürburgring, wo er hinter Sterling Moss Zweiter wurde, auf dem Nürburgring eigentlich zum ersten Mal gemerkt, welcher Trubel um seine Person gemacht wurde. Die Lockerheit, die man ihm gewohnt war, die hatte er nicht mehr. Von allen Seiten kamen, stürzten die Dinge auf ihn ein, an Interviewangeboten, an, von Geistheilern, von Kräutersammlern. Jeder wollte ihm seinen Rat aufdrängen, das war alles gut gemeint. Jeder wollte etwas von ihm, jeder wollte ihn haben. Ich denke, er ist nicht so mit dieser inneren Freiheit in dieses Rennen nach Mons gegangen. Er steht plötzlich in der Verantwortung über die gesamte Presse, die sagt, du musst gewinnen, du musst Weltmeister werden, du musst für Deutschland Weltmeister werden und, und. Dann kam der 10. September. Monza. Aus heiterem Himmel? Monza completely. Completely. Monza, ja total. Es war etwas völlig Unerwartetes, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass da ein Unfall war, aber ich hatte keine Ahnung, wie schlimm es war. Ich war in der zweiten Runde, ich war ganz vorne. Und erst in der nächsten Runde habe ich etwas von dem Unfall gesehen. Da war unheimlich viel Staub und Rauch. Die Leute rannten hin und her und der Rettungsdienst war da. Ich habe auch mitgekriegt, dass ein Ferrari in den Unfall verwickelt war. Den anderen Wagen konnte ich nicht erkennen. Erst später, nach einigen Runden, habe ich festgestellt, dass Trips nicht mehr auf den Tafeln stand, die die Positionen der Fahrer zeigen. Für mich war damit klar, der zerstörte Ferrari war der von Wolfgang. Aber wenn man Rennen fährt, das habe ich in den Jahren davor gelernt, kann und darf man an nichts anderes als an das Fahren denken. Man muss alles Nachdenken abstellen. Am Ende des Rennens fuhr ich direkt an die Boxen und ging nicht hoch zur Rennleitung. Ich wollte erst genau wissen, was passiert war. Ich fragte den Mechaniker Keedy, was ist mit Wolfgang? Was ist mit von Trips? Sein Gesichtsausdruck sagte alles, aber ich wollte es einfach nicht glauben. Ich schob es weg und tat, was man mir sagte, ging zur Siegerehrung mit Kranz und all dem Trara. In dem Augenblick spürte ich überhaupt nichts, soweit ich mich erinnern kann. Ich hatte auf Automatik geschaltet. Ich tat, was man von mir erwartete und versuchte nicht viel zu denken. Es war alles etwas verworren. But it was a tragic occurrence, and es war ein tragischer Unfall und es wäre mir lieber gewesen, wenn alles anders ausgegangen wäre. Wir hätten das letzte Rennen in Watkins Glen gefahren und dort wäre die Entscheidung über die Weltmeisterschaft gefallen. Deutschland hatte keinen Fahrer von seinem Kaliber, keinen, der in einem Weltklasse-Team mitfahren konnte, überhaupt niemanden, der in der Formel 1 seine Fähigkeiten hatte. Es war eine schreckliche Tragödie, aus vielen Gründen.